Jakob, Jakob, wach auf! Heute ist Traunacht. Der Großvater schläft. Wir können ausziehen. Ja, ja, ich komm schon. Weihnachten 1921. Die Brüder Martin und Jakob besuchen ihren Großvater auf seiner Berghütte in Ebensee. Als dieser eingeschlafen ist, schleichen sich die Burschen still und heimlich hinaus und machen sich auf den weiten Weg ins Tal, um sich auf die Spuren des Glöcklerbrauchs zu begeben. Im oberösterreichischen Salzkammergut an der Südspitze des Traunsees liegt die Marktgemeinde Ebensee mit knapp 8000 Einwohnern. 1604 wurde hier die Saline Ebensee errichtet, wodurch der Ort zu einem bedeutenden Umschlagplatz für den Salzhandel wurde. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Sudpfannen der Saline von Holz auf Kohlefeuerung umgestellt wurden, verloren rund 900 Holzknechte ihr Einkommen. Aus dieser Not heraus soll ein besonderer Heischebrauch entstanden sein, der Glöcklerlauf. Heischen ist ein altes Wort für um Almosen bitten. Und wir wissen von der Volkskunde her, dass überall dort, wo es so einen Heischebrauch gibt, die Gegend einmal sehr arm war, dass die Menschen wirklich bettelarm waren. So war es auch hier im Salzkammergut, wo die Behörde den Ärmsten der Armen von Zeit zu Zeit es gestattet hat, um Almosen zu bitten. Wie der Volksmund sagt, Rauhnächt sind vier, zwar fast an zwar dürr, wurde in der letzten fetten Rauhnacht, der Forstrauhnacht, bei den Bauern deftig aufgekocht. Dies erklärt, warum genau am 5. Jänner die damalige Obrigkeit den notleidenden Salinearbeitern erlaubte, um Almosen zu bitten. Komm einer! Die Ebenseher wollten nicht nur von Haus zu Haus gehen, um zu betteln, um Almosen zu bieten, sondern sie sagten, wir bieten dir ein Spektakel, wir bieten dir ein Schauspiel und du gibst uns ein bisschen etwas dafür. Und so kam es, dass sie den Verpackungskarton der Saline verwendeten, ein kleines Muster hineinstanzten und diese Kappe sozusagen auf den Kopf setzten und mit der weißen Arbeitskleidung der Saline dann von Haus zu Haus zogen. Großvater Rupert erzählt seinen beiden Enkelsöhnen von den Anfängen der Glöckler und wie sich dieser Brauch ausgehend von Ebensee in ganz Oberösterreich und später über die Landesgrenzen hinaus verbreitete. Zu die Harling drei Kining gängen die Glöckler herum, von Haus zu Haus, besonders bei den Bauern, um die Glöcklerkropfen zu sammeln. Magst du einen Kropfen? Diese Sitte stammt wohl zweifellos von unseren alten Urahnen ab, welche zur Zeit des Julfestes mehrere Tage lang ein besonders gastliches Haus führten und Verwandte, Bekannte und Arme sowie auch Fremde mit Gaben beschenkten, namentlich mit Opferbrot und Eberfleisch. Seit jeher gelten die Rauhnächte, wie die Zeitspanne von der Wintersonnenwende bis zum Dreikönigstag genannt wird, als eine Zeit der Geister und Seelen. Eine Zeit, in der abergläubische Handlungen stärker ausgeprägt sind als zu jeder anderen Zeit des Jahres. Auch in seiner heutigen Form zeigt der Glöcklerlauf noch letzte Reste uralten Volksglaubens. Wir hier im Museum bewahren die älteste noch existierende Glöcklerkappe auf. Sie stammt aus dem Jahre 1906 und ist noch aus dem dicken Verpackungskarton der Saline hergestellt. Man sagt, die Lichter der Kappen mögen Heil und Segen der guten Geister gewinnen und die Dämonen der Finsternis vertreiben. Das Klingen der Glocken soll das unter der Schneedecke liegende Getreide erwecken und zum Wachsen bringen. Vermutlich hat sich der Glöcklerlauf in seiner heutigen Form aus mehreren Brauchtumselementen entwickelt und verbindet das Erbitten von Gaben mit uralten Glaubensansätzen. Ob nun aus einer Not heraus entstanden oder doch beruhend auf Wurzeln, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Die erste schriftliche Erwähnung finden die Glöcklerläufe jedenfalls in Ebensee um 1850. Von dort aus hat sich der Brauch dann im gesamten Salzkammergut und in Teilen Salzburgs und der Steiermark verbreitet. Der Name Glöckler leitet sich her von dem alten Wort Glocken, das heißt anklopfen. Und das ist ganz typisch für einen Heischebrauch. Glöckler sind Schönperchten, gute Lichtgeister. Wenn sie mit ihren bunten Kappen durch die Straßen ziehen, ist die dunkle Zeit vorbei
Sie tragen weiße Kleidung und haben um ihre Mitte eine Glocke gebunden. Sie laufen in sogenannten Passen, in Gruppen von 10 bis 30 Männern. Dabei bilden sie Figuren wie Achter und Kreise. Die Glöcklerhaube ist eine längliche, durchscheinende Pyramide, die auf einem Hut aufsitzt und im Inneren ein Kerzenlicht hat. An die Stelle der pyramidenförmigen Haube trat in den letzten Jahrzehnten die oft recht fantastische Ausgestaltung zu Häusern, Kirchen, die als oft umfangreiche Gebilde auf dem Kopf getragen werden und den Lauf zu einer Geschicklichkeitsprobe machen. Zu den ältesten noch existierenden Glöcklern zählen jene der Rindbacher, ein Ortsteil in Ebensee. Die erste namentliche Erwähnung der Rindbacher Glöckler stammt aus dem Jahre 1896. Wir haben dann zusätzlich ein Zeitdokument in Form eines geschnitzten Glöcklers aus dem Jahre 1902. Und wir haben dann 2002 das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Dieses Glöcklerschild, das hat man 1902 im Gasthaus Aigner gefunden und ist seitdem das Wahrzeichen der Rindbacher Glöckler und wird alle Jahre getauft. Über das ganze Jahr hinweg werden die kunstvollen Kappen in mehr als 400 Arbeitsstunden gebaut. Das Gerüst besteht aus Fichtenholz, welches mit Tonpapier und Buntpapier bespannt wird. Beleuchtet werden die Kappen mit Kerzen. Für die Planung der Rindbacher Kappen war über Jahrzehnte hinweg der bereits verstorbene Hans Jocher zuständig. Heute werden die Kappen von Gottfried Mittendorfer gezeichnet und dann gemeinsam gebaut. Der erste Schritt ist das Übertragen des Gerüstes auf das Papier. Es wird dann ein Muster drauf gezeichnet. Das Muster wird ausgeschnitten bzw. soweit möglich gestanzt. Dieses Muster wird dann auf alle anderen Teile übertragen. Anschließend wird es vorgeklebt, das heißt, es gibt ein Muster für die Formen, die geklebt werden. Die Teile werden nachgeklebt und wieder auf dem Gerüst befestigt. Es wird dann lackiert, mit Fransen versehen. Dann kommt die sogenannte Probebeleuchtung, das heißt die Kappe, die fertiggestellt worden ist, wird mit Kerzen ausgestattet. Und dann schauen wir mal, wie sich da drin die Hitze entwickelt, ob wir da Luftlöcher brauchen. Wenn die Probebeleuchtung beendet ist, erfolgreich beendet ist, dann ist die Kappe fertig für den nächsten Lauf. Die Kappen der Rindbacher Glöckler haben ausschließlich Ornamente als Motive und können bis zu 20 Kilo wiegen. Wir haben einen Kollegen gehabt, der was eigentlich körperlich sehr gering war, der hat um die 50 Kilo gehabt. Und gleich bei der ersten Brücke ist ein Windböe gekommen und da ist ein Brückengeländer gewesen. Und der hat sich beim Brückengeländer angehalten und wie das Brückengeländer gekommen war, ist der ganze Mann mit der Kappen davon geflogen. Die Passe der Rindbacher Glöckler umfasst ca. 30 Kappenträger, einen Vorläufer, welcher den Sturmhut trägt, mit dem Namen der Passe und 6 bis 8 Absammler. Gestartet wird vor der Werkstatt mit einem Lied. So gehen wir dann, so wollen wir gehen, wollen zweiter Braten aus. Wir laufen mit unserem Pass eigentlich immer in einer ungeraden Zahl. Weil das ist von den alten Glöckler her so überliefert, dass wenn man mit einer geraden Zahl läuft, dass das Unglück bringt. Wenn in Ebensee, der Wiege des Glöcklerlaufes, alle Passen am Rathausplatz zusammenlaufen, hört man die Glöckler im ganzen Ort. In Ebensee gibt es heute über 20 Glöcklerpassen. Die Passe Alt-Kohlstadt etwa wurde 1973 von Obmann Max Höllmoser übernommen. Doch gibt es Aufzeichnungen, dass bereits 1852 ein Kohlstädter als Glöckler lief. Die meisten der Kohlstädter, die mitlaufen, sind in der Kohlstadt geboren. Wir haben insgesamt 60 Personen, 2 Gruppen, eine Kinderpasse und eine Erwachsenengruppe. Einzelne Motive sind alpenländisch. Bei den Großen und bei den Kindern momentan Hirten. Die Kappen gebaut und ständig ausgebessert werden in der Werkstatt in der Kohlstadt. Das ist der Engel, unser Lieblingsmotiv. Normal werden ja bei uns die Motive noch einmal gemacht, aber nachdem der Engel unser Schutzpatron ist, machen wir mittlerweile schon das 5. Mal. Den Engel haben wir einmal leider nicht mitgehabt.
dann haben sie uns gleich mal einen Läuferzahn geführt. Darum sind wir jetzt mittlerweile schon ziemlich abergläubisch und nehmen den eigentlich immer mit. Im Gegensatz zu den Ringbachern haben die Alt-Kohlstädter keinen Sturmhut in seiner gebogenen Form, sondern eine Vorläuferkappe mit der Aufschrift Alt-Kohlstadt. Unsere schwerste Kappen hat momentan 17,5 Kilo und man muss ja ein Ehrgeizler sein, dass man die Kappen da tragen kann. In der Zwischenkriegszeit liefen die Ebenseher sogar einmal in Deutschland. Hast du gewusst, dass vor dem Krieg schon Glickler in Berlin beim Brandenburger Tor gelaufen haben? Ja, aber während dem Krieg nicht, wegen den Luftangriffen. Und danach sind Schluss an gerade Kinder passen gerannt, weil die Männer im Krieg waren. Wir auf einmal laufen weg mit einem Revolverschuss, einen zu der Feigkugel selber. Und dann laufen wir aus zu einem Ort, da wir auf einer 6 als erster Hiebstraußen haben. Ein beeindruckendes Lichtermeer aus prachtvoll leuchtenden Kappen sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der Glickerlauf ist wegen dem so populär noch, weil er einfach entschleunigt und das gesellige übereinander sitzen, jung und alt, einfach dazugeht. Und das ist das Schöne da. In Ebensee wird dieses Brauchtum von Jung und Alt mit Liebe und Hingabe gelebt und gepflegt. Bis vor wenigen Jahren war der Glöcklerlauf ausschließlich Männern vorbehalten. Einige Frauen wollten dies verändern und gründeten 2009 in Ebensee die erste reine Frauenglöcklerpass. Die Frauen und Mädchen haben immer schon mitgearbeitet. Aber beim Laufen waren sie von Anfang an nicht dabei. Und es war jetzt Zeit, dass auch die Mädchen, die wollten, und die Frauen mitlaufen können. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir die Ebenseer Glöcklerinnenpass gründen. Die Kappen erzählen die Frauengeschichte aus der Region. Die Kreuzstichkappe ist die einzige Kappe auf weißem Hintergrund mit roter und blauer Tinte gemalt. Mittlerweile laufen über 25 Frauen bei den Ebenseer Glöcklerinnen mit. Der Ebenseer Glöcklerlauf überlebt bis heute, weil immer wieder junge Menschen auch dieses Brauchtum mitleben und heute auch seit 2010 junge Mädchen mitlaufen. Alle paar Jahre wird in Ebensee eine neue Glöcklerpass gebildet. Hochebensee wurde 2013 von Bernhard Diegruber mit Freunden ins Leben gerufen und zählt zu den jüngsten Glöcklerpassen der Gemeinde. Ich bin mit 6 Jahren das erste Mal gerannt und das kriegt man bei uns schon in die Wiege gelegt. Und es war irgendwo ein Kindheitswunsch, einmal eine eigene Pass haben. Und das ist uns dann 2013 gelungen, mit ein paar Freunden, dass wir das zustande bringen. Wir verwenden hauptsächlich Brauchtumsmotive, wie der Bäcker da die Kappen. Und der Vogelfänger, der ist leider letztes Jahr bei einem Wind zu Bruch gegangen, der wird jetzt gerade neu gemacht. Die Passe Hochebensee mit rund 30 Läufern ist der Beweis dafür, dass dieser alte Brauch höchst lebendig ist und auch von den Jungen geliebt und gelebt wird. Man kommt zusammen, arbeitet miteinander, lässt den Brauch aufleben. Und das ist auch das Wichtige daran, das Zusammenhalten, miteinander was schaffen. Und vor allem am 5. Jänner sieht man es dann, was man Scheiß gemacht hat. Ein Ebenseer war es auch, der 1879 den Glöcklerlauf in die Wildalpen brachte und von dort für dessen Verbreitung im steirischen Salzkammergut sorgte. Der Jäger Franz Heisel von der Ebensee ist damals einmal in die Wildalpen ausgewandert. Und weil er so ein fanatischer Glöcklerläufer gewesen ist, jetzt hat er halt da eine den Brauch von uns übernommen. Und die Kappen haben damals anders ausgeschaut. Die waren wie ein Zylinder aus einem dicken Karton gemacht. Und da haben sie halt Löcher rausgestanzt. Und durch die Löcher ist nicht so viel Licht rausgekommen. Und wenn man ein wenig weiter weggestanden ist, dann hat das Ganze so gespenstisch ausgeschaut. Die Kerzen in die Kappen haben in die Häuser ein Licht und eine Freude und aufs Feld eine reiche Ernten gebracht. Hast du deinen Franz da eigentlich gekannt? Freilich, das war ein ganz guter Freund von mir. Und wie er damals weggezogen ist, oft habe ich seinen Pass übernommen in der Ebensee. Das ist gut Ding 40 Jahre aus. Hast du die Kappen eigentlich noch? Nein, die hat leider der Sturm alle hingemacht. Aber ich habe zwei Kappen für ihn gemacht und die stehen oben den Topon. Und wenn dein Bruder nächstes Jahr 16 wird, auf der FC ist zwei mitlaufen. An
Anfang des 19. Jahrhunderts galt das Salz als wichtigste wirtschaftliche Grundlage des Salzkammergutes. Dieses wurde auf der Traun flussabwärts über den Traunsee nach Gmunden transportiert. Gmunden dominierte als Hochburg des Salzhandels. Die Passe des Gmundener Vereins Traunseer trägt noch heute den klassischen weißen Einspitz als Kappe. Sie stellt den Salzstock dar und soll an jene Zeit erinnern, in der das weiße Gold im Salzkammergut noch das alles beherrschende Gut war. Der Trachtenverein Traunseer wurde 1904 gegründet. Damals trug man alle möglichen Gebilde auf den Köpfen. Seit 1923 tragen wir einheitlich eine weiße Spitzformkappe. Seitdem laufen wir jedes Jahr am 5. Jänner mit Männern, Frauen und Kindern zu den einzelnen Stationen und singen dort Hirten- und Glöcklerlieder. Die 1 Meter hohen Kappen werden mit weißem Seidenpapier bespannt, mit Klarlack besprüht und mit einer Kerze beleuchtet. Durch das, dass wir bei jedem Wiederrennen, ob es jetzt regnet oder schneit, müssen wir jedes Jahr die Kappen teilweise oder ganz herrichten. Am 5. Jänner laufen an die 250 Glöckler von der Schiffslände über die Traunbrücke zum Stadtplatz. Einzigartig bei den Gmundnern ist die Verbindung von Heischebräuchen und Christentum. Die Glöckler laufen hier gemeinsam mit den Heiligen Drei Königen. Die Heiligen Drei Könige kommen über den See, steigen aus dem Schiff und gehen zum Rathausplatz und singen dort drei Königslieder. Wenn die Glöckler am Rathausplatz einlaufen, werden im Zentrum die Lichter abgedreht. Den Abschluss bildet das gemeinsam gesungene Ebenseer Hirtenlied, O Wuna über Wuna. Nach dem Singen werden vom Bürgermeister die traditionellen Glöcklerkrapfen verteilt. Die einzelnen Bassen laufen nachher durch die Stadt. Ein Ort mit besonders alter Siedlungsgeschichte ist Traunkirchen. Heute zählt die Gemeinde rund 1700 Einwohner. Archäologen konnten hier eine 3500 Jahre alte heidnische Kultstätte nachweisen. Den Brauch der Glöckler haben die Traunkirchner zweifelsohne von ihren Nachbarn, den Ebenseern, übernommen. Wir haben 12 Bassen in Traunkirchen, die vom Skiverein koordiniert werden. Besonders freut uns, dass wir eine eigene Kinderbass haben. Und was findest du so cool am Glöckling? Ich finde es schön, wenn man alte Glöcklerkappen sich anschaut und Motive ausschneiden kann. Mhm. Und zum Singen, wenn man wieder mit seinen Freunden beieinander ist. Einfach ist lustig. Ich finde es einfach einen schönen Brauch. Jede Passe wird von einem Vorläufer, der einen Turban und einen Hirtenstock trägt, angeführt. Zu später Stunde treffen sich alle Traunkirchner Passen am Buchbergparkplatz. Die Kinder laufen zuerst auf den finsteren Platz ein. Gemeinsam bilden alle Passen einen großen Kreis. Dann treten die Vorläufer in die Mitte und stimmen traditionelle Krippenlieder an. Ich freue mich schon auf Glöckchen, weil ich sehe alle meine Freunde und es ist einfach eine schöne Zeit. Bad Ischl dürfte schon in der Hallstattzeit besiedelt gewesen sein, sagen Historiker. 1263 wurde die spätere Kaiserstadt erstmals urkundlich erwähnt. Als Sommerresidenz Kaiser Franz Josefs I. erlebte Ischl eine besondere gesellschaftliche und kulturelle Blütezeit. In dieser Zeit um 1900 haben sich auch die ersten Glöcklerpassen gebildet. Die Rettenbacher Passe der Freiwilligen Feuerwehr gibt es seit 1974. Erwin Leudl, Obmann des Vereins, erklärt, wie die Kappen gebaut werden. Die Motive werden zuerst auf einem Pergamentpapier aufgezeichnet, dann wird es ausgeschnitten, es ist doppelseitig, denn es muss auf der gegenüberliegenden Seite der Kappe auch sein. Dann haben wir das ausgeschnittene Gitter und zuletzt ein großes, und das kann man jetzt zum Vorbicken nehmen. Nachdem das ausgeschnitten worden ist, komme ich dran. Ich bicke die einzelnen Motive vor und ich übergebe das dann und die anderen bicken das einfach noch. Die Form der Kappen basiert auf dem Stern, geschmückt mit Blumenmuster, Vogelfänger, Wappen und Jagdmotiven. Hier sieht man die Wappenkappe, die sehr grob gestaltet ist und mit einem Franzenband umspannt wird. Früher haben wir mit weißen Unterhosen gereint und da ist es halt so zugekommen, dass der Gummi gerissen ist.
Und dann ist ihm natürlich die Unterhosen runtergefallen und dann haben natürlich die anderen alles lachen angefangen. Und das war halt so einmal eine wirkliche fesche Geschichte. Die Trachtlerglöckler des Trachtenvereins Bad Ischl gibt es seit 1974. Unser Verein hat 29 Gruppen, davon laufen 3 Bassen, eine Kindergruppe und die Frauen, die gehen als Einsammler mit. Und eigentlich ist es nicht üblich, dass die Frauen Gruppen tragen, weil das von der Tradition her nicht richtig ist. Der Trachtenverein, dem sowohl die Glöcklerpass als auch die singenden Hirten angehören, trifft sich wöchentlich zum gemeinsamen Tanzen und Musizieren. Bei uns im Verein haben die Heiligen Drei Könige, die singenden Hirten und die Glöckler. Und am 5. Jänner gehen wir alle durch die Stadt. Die Kappen bewahren die Trachtler am Dachboden des Vereinshauses auf. Von dort starten sie auch und laufen dann quer durch die Ischler Innenstadt. Den Abschluss bildet das Zusammentreffen aller Ischler Passen bei der Trinkhalle im Zentrum. Der Spion, der durch Kerzen wechseln und die hat er zum Schluss alle eingekramt gehabt, die Kappen. Und die Kollegen haben ihm halt Stein in den Rucksack rein, dass er nicht Lari gehen muss. Sie sind dann ziemlich zornig gewesen hinten nachher. Die Gemeinde St. Wolfgang liegt am Fuße des Schafbergs und ist stolz auf ihre Schafbergbahn, die steilste Dampfzahnradbahn Österreichs. 1873 startete die Schifffahrt auf dem Wolfgangsee mit dem ersten Raddampfer Kaiser Franz Josef. Hier laufen die Glöckler von 3. bis 5. Jänner. Derzeit arbeitet man an unserer 50-jährigen Bestandsjubiläumskappe mit dem tanzenden Trachtenbärchen. Die Radauer mit ca. 40 Kappenträgern gibt seit 1969. In der hauseigenen Werkstatt wird aus Fichtenholz das Gerüst der Kappen gebaut. Wir haben ganz unterschiedliche Kappen in verschiedensten Formen, wie Schief, Heiliger Florian, das Wappen von St. Wolfgang. Bei den Radauern trägt der Vorläufer einen Kometen. Das Schlusslicht macht der große Schlussstern. Die sogenannten Klingler mit ihren Klingelbeutel sammeln Spendengelder. Wir pfeifen 3-mal. Beim ersten Pfiff wird stehen bleiben, beim zweiten Pfiff knien wir nieder und beim dritten Pfiff wird aufgestanden und weitergezogen. Bei uns in Salzkammergut traut sich das Rallen noch ein bisschen anders. Wir haben 10 11-jährige Kinder dabei, die möchten unbedingt mitgehen, obwohl wir sie erst mit 13 mitnehmen, dass sie es auch daheim machen. Das ist auch scheiner Brauch und da hat jeder Freude damit. Ich finde es gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass so ein Brauch weitergeführt wird. Die Tradition des Glöcklerlaufs hat sich auch am anderen Ufer des Wolfgangsees, in St. Gilgen und damit im Salzburger Salzkammergut verbreitet. Im Bundesland Salzburg hat sich dieser Brauch im Laufe der Jahre anders entwickelt. Hier sind die Kappen sehr bunt und dürfen ausschließlich von ledigen Männern getragen werden. Den Trachtenverein Storklüftler gibt seit 1911. Zu ihm gehören sowohl die Erwachsenen als auch die Kinderglöcklerpass. Bei uns hat jeder eine rote Krawatte, eine schwarze Zipfelmütze und Bergschuhe. Die Storklüftler tragen um ihre Mitte kleine Messingglöckchen. Damit diese einheitlich läuten, wird nicht gelaufen, sondern getrappelt. Wenn wir so durch den Ort trappeln, ist das ganz schön anstrengend. Die Kappen der Storklüftler sind bunt und zeigen Kirchen, Gestirne und die Jahreszahlen des kommenden Jahres. Wir haben nur zusätzlich Symbole für Glaube, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist letztes Jahr leider zu Bruch gegangen. Der Obmann verrät, wieso die Kappen so straff bespannt sind. Wenn man das Papier dann aufspannt, wird es nachher mit Wasser eingesprüht. Und das kriegt dann Wellen und schaut ziemlich grauslich aus. Und wenn es dann trocken wird, spannt sich das Ganze und wird so fest wie ein Trommelfell. Wie in St. Wolfgang laufen die Glöckler auch hier von 3. bis 5. Jänner. Am Mozartplatz treffen dann alle zusammen und wünschen ein gutes neues Jahr. Bad Geusern liegt ebenfalls am Soleweg zwischen Hallstatt und Ebensee und ist so wie Hallstatt UNESCO-Weltkulturerbe. Seit dem 16. Jahrhundert führt über Geusern die Soleleitung vom Salzberg zum Pfannhaus in Ebensee. Neuere volkskundliche Erkenntnisse bringen die Entstehung des Glöcklerlaufs mit den damaligen Umstrukturierungsmaßnahmen der Saline in Verbindung. Dies erklärt, warum selbst in der evangelischen Hochburg Bad Geusern dieser heische Brauch Einzug fand.
Denn auch im ehemaligen Gebisharren verloren Mitte des 19. Jahrhunderts viele Holzknechte ihren Arbeitsplatz. Wir sind die Sulzbach-Brunnleitner Glöcklerbass. Unseren Verein gibt es jetzt seit 32 Jahren. Wir gliedern uns in 5 verschiedene Bassen. Die kleinste Bass, das ist die Knirpsbass. Da haben wir Läufer und Läuferinnen zwischen 3 und 8 Jahren. Dann 2 Kindergruppen und 2 große Bassen, da wo halt das Alter dann nach oben unbeschränkt ist. Ihre Kappen zeigen Märchengestalten, Zünfte, örtliche Bauwerke oder volkstümliche Motive. Meine Lieblingskappe ist eine Sternschnuppe. Mir gefällt am Glöcklern die schönen Lichter in der Nacht. Mir gefallen beim Glöcklern die schönen Kappen so gut. Für die Kappenherstellung haben die Mitglieder der Passe eine praktische Vorrichtung geschaffen, um die Hölzer zu biegen. Die Hölzer werden eingeweicht in warmem Wasser, werden dann eingespannt und härten aus und behalten ihre Form. Die Sulzbach-Brunnleitenglöckler ziehen von Laufen aus in Richtung Bad Geusern. Unter feierlichen Klängen der Musikkapelle von Laufen treffen dann alle 5 Passen am Marktplatz von Bad Geusern zusammen. Die Spendeneinnahmen der Sulzbach-Brunnleitner-Glöckler kommen alljährlich bedürftigen Familien und Kindern zugute. Obertraun gehört seit 1918 zu Oberösterreich und ist seit 1920 eine eigenständige Gemeinde. Die Obertrauner Glöckler mit rund 35 Kappen feiern 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum. Bei uns in Obertraun werden die Kappen von den Kindern restauriert, natürlich mit unserer Unterstützung. Die traditionellen Formen der Kappen sind 5-Zack und 7-Zack. Am besten gefallen mir die 4 Jahreszeiten, der kleine Mond und das Vogelhäuserl. Aber da haben wir noch viel zum tun. Beim Basteln ist bei uns aber richtig viel los. Da sind 15 bis 20 Kinder da. Einmalig ist, dass in Obertraun zum Großteil nur mit Kindern gebastelt wird. Nach dem anstrengenden Lauf durch die dunklen Straßen gibt's dann für alle eine Stärkung im örtlichen Gasthaus. Es ist ein Brauch, der lebt bei uns von jung und alt und wird bei uns von Generation zu Generation wieder weitergeben. Der Ebenseer Glöcklerlauf wurde im Jahr 2010 in die Liste der immateriellen Kulturgüter der UNESCO aufgenommen. Alljährlich am 6.1. ist im großen Rathaussaal in Ebensee eine Ausstellung der Glöcklerkappen zu sehen. Dabei werden den Besuchern auch Einblicke in die Kappenherstellung gewährt. Vom 25. Dezember bis 6. Jänner sind die 12 Rauhnacht. Und man sagt, sie symbolisieren die Wiederkehr der Seelen. Und das Wort Rauhnacht, das leitet man wahrscheinlich von Weihrauch an, weil früher haben die schon alle Kräuter verreichert. Und man nimmt an, dass die 12 heiligen Nächte wahrscheinlich vom germanischen Mondkalender anstammen. Ich will sagen, heißt, dass die Dämonen als wilde Jagd durch die Luft gesaust sind und die Leute viel Unheil gebracht haben. Die Frauen haben die Wäsche von der Wäschleidel runter müssen, weil die Dämonen haben jegliche Unordnung sofort bestraft. Die Glöckler sind die guten Lichtgeister, welche die bösen Dämonen, die wilde Jagd, eigentlich vertreiben sollten. In heutiger Zeit gibt es so viele Glöckler wie noch nie. Und was auffällt, dass jede Glöcklerpass sehr, sehr viele Jugendliche und sehr viel Nachwuchs hat. Vielleicht erklärt man sich das damit, dass in dieser hektischen, digitalisierten Zeit manche ein bisschen wieder zur Ruhe finden wollen, wieder ein bisschen zurückschalten wollen. Da bietet sich der Glöcklerbrauch an und die Erwachsenen bemühen sich sehr, die Jugend hier in diesen Brauch zu integrieren. Mei, meine Großvater wisse, dass wir da heute auch mitgrenzen. Meinst, haben wir heute auch böse Geister vertrieben? Immer schon. Das wird sicher gut nächstes Jahr.